Was dich nicht umbringt, macht dich noch stärker. Hattest du schon mal einen Moment in deinem Leben, wo du so dachtest, so fuck, dort komme ich nie mehr raus, Nullpunkt oder was ganz, ganz Schlimmes? Und wenn du heute zurückschaust, wahrscheinlich hast du es gemeistert. Und ich glaube, das ist die Kunst des Lebens, mit solchen Situationen umzugehen und die Stärke daraus zu ziehen. Bei mir gab es so einen Moment und ich habe mega viele Learnings daraus gehabt und das war genau 11 Jahre her und die teile ich mit dir. Und dazu musst du aber die Geschichte kennen, was am 16. April 2013 um 10:34 Uhr passiert ist. Ich war wunderbar in Brasilien, in Rio, im Urlaub mit meiner damaligen Freundin. Super schön. Unterwegs in so einem kleinen Mietwagenkutze, ein silberner Chevrolet war das. Und in Brasilien hast du sechsspurige Autobahns und U-Turns auf den Autobahns. Also kannst du wirklich so tack wenden. Schweizer Tempo angesetzt, schalte in den dritten Gang runter, will diesen U-Turn angehen und um den Traffic zu entgehen, fährt ein junger Brasilianer ohne Autoprüfung dorthin und da stehe halt ich und crasht mit 100 Stundenkilometer in meine Fahrerseite und das Auto, das sah crazy aus. Wenn ich heute diese Bilder anschaue und da zurückdenke, denke ich so, fuck, das war knapp. Und ich bin aufgewacht mit einer riesen Narbe über meinen ganzen Bauch. Wusste nicht genau, was passiert ist, war nicht genau bei mir. Ich verstand die Leute nicht. Mein Portugiesisch, meine Motoni, war sehr limitiert. Und ich hatte einfach viele Momente, wo ich so dachte, so, das war's. Wo du so diese Bilder von deinem Leben an dir vorbeiziehen siehst. Und das war der schlimmste Moment in meinem Leben, wo ich wirklich dachte, wenn ich das überlebe, dann schaffe ich alles. An irgendeinem Punkt, ich war da nicht genau bei mir, stand plötzlich, sagen wir, ein Engel bei mir und der Engel war meine Schwester. Und kennt ihr das, wenn ihr so sagt zu Freunden, so, ey, für dich würde ich um die ganze Welt fliegen? Meine Schwester hat es getan. Meine Schwester ist direkt, als sie das herausgefunden hat, meine Eltern blieben zu Hause für alles zu managen und ließen alles stehen und liegen. Und meine Schwester kam nach Brasilien für mich zu supporten. Und im ersten Spital haben sie mir dumm gesagt, ich habe einfach die Milz gerissen. Deswegen mussten sie mich aufschneiden. Obwohl sie mich aufschneiden mussten, weil ihr Röntgengerät kaputt war und sie nicht genau wussten, wo sie aufschneiden müssen. Und deswegen haben sie einfach mal so, kennt ihr Dr. Bibber noch? So das Ganze aufgemacht zum Gucken, wo ein Problem ist, haben sie aber dann operiert. Dann haben sie aber gesagt, hey, sie können ein paar Tage wieder nach Hause gehen und einfach ruhig liegen. Und dann, ich hatte natürlich crazy Schmerzen. Zum Glück bin ich dann in anderes. Ah, ein wichtiger Fakt noch, das war crazy. Zuerst wollten die mich nicht operieren. Das habe ich erst nachträglich herausgefunden, weil meine Kreditkartenlimite nicht genügend hoch war, für die Kosten zu decken. Einfach so crazy happenings, wo du denkst, das kann doch nicht sein. Ich wurde dann in ein anderes Spital gebracht. Dort haben sie mich nochmal untersucht und dann kam eigentlich die Wahrheit ans Licht. Ich habe Rippen gebrochen, ich habe das Jochbein gebrochen, ich hatte einen Hirnbluterguss, ich habe die Hüfte dreimal gebrochen und einen Wirbel gebrochen. Ein Wirbel weiter oben oder unten und ich wäre nie mehr gelaufen. Einfach so viele verschiedenste Momente, wo du denkst, so fuck, hey. Und dort kommt, glaube ich, ein Learning, das ich heute irgendwie hatte oder auf der ganzen Phase der, hey, wieder zurück ins Leben zu kommen. Warum bin ich hier? Und ich war da 19 Jahre alt und ich glaube, das sind Fragen, die dürfen wir uns alle stellen, aber die stellst du dir halt nur, wenn so 5 vor 12 ist. Viele Leute stellen sich da, die glaube ich, nicht, solange alles gut ist.
Und das kam bei mir auf, hey, warum bin ich hier? Warum? Was mache ich? Was habe ich für eine Aufgabe? Hat eine mega schöne Reise gestartet, eben auch schon dort. So, hey, das musste passieren, damit mich mir die richtigen Fragen vom Leben anfangen zu stellen. Oder ob das die richtigen sind, für mich fühlen sie sich extrem gut an. Dann war ich dort in Brasilien. Ich konnte nichts allein, einfach gar nichts. Weil sie haben mir den Bauch, wo sie mir aufgeschnitten haben, haben sie mir fast die ganzen Bauchmuskeln durchtrennt. Und dann liegst du einfach so und du kannst nicht mal selber aufstehen. Einfach so, du musst dann immer fragen, hey, kannst du mir das, kannst du mir hier? Und auch, und das war für mich schwierig. Ich war nicht so der Typ, der immer fragt. Ich mache immer alles selber. Dank der Rega und Rega-Ärzten, die runtergeflogen sind und meiner Schwester, die mich supportet hat, bin ich dann in einem Flugzeug, wurde ich dann in die Schweiz gebracht, also erst nach 10 Tagen oder 2 Wochen, weil die mussten mich noch untersuchen, ob ich überlebensfähig, transportfähig in die Schweiz bin. Und auf der ganzen Journey, auch wo ich nach Hause gekommen bin, war natürlich meine Familie da und das war. Das war so ein schönes Gefühl von Liebe, weil man, glaube ich, dort alles zeigt und alles gibt und alles mitteilt, weil man so denkt, so, hey, es hätte vorbei sein können und ich hätte vielleicht Liebe nicht mehr geben können, die ich geben wollte, Worte nicht mehr sagen können, die ich sagen möchte, Entschuldigungen aussprechen, die ich nie gemacht habe. Und das ist schon crazy. Sehr crazy, sehr emotional. Und auch ich war dann wegen dem Hüftbruch und dem Wirbelbruch, war ich dann für mehrere Monate im Rollstuhl und da fing die Unfähigkeit weiter an. Ich war angewiesen auf so viele Menschen, die mich unterstützten. Und das ist auf eine Art mega, mega schön, weil ich habe dort gemerkt, wie viele Menschen ich in meinem Leben habe, auf die ich zählen kann, wenn es drauf ankommt. Es gab auch einige Menschen, auf die ich nicht zählen konnte, die sind heute oft auch nicht mehr in meinem Leben. Aber es gab Menschen, die haben mich so supported und das ist mega schön zu sehen und gleichzeitig auch zu sehen, dass Hilfe annehmen was Schönes sein kann und man muss nicht immer alles alleine machen. Und das war, ich glaube, das war auch ein Learning, zu sehen so, hey, wenn man Hilfe annimmt, kann das auch sehr, sehr schön sein und das Leben viel leichter machen. Und jeder Mensch hilft gerne, wenn er gefragt wird. Das Crazieste vom Ganzen eben, ich hatte diesen Unfall, ich war im Rollstuhl, ich habe Bilder gesehen, wo ich dachte, hey, jetzt ist fertig. Und dann heute Morgen aufzustehen, ich war ganz früh rennen, obwohl es geregnet hat. Ich konnte mein Frühstück selber machen, ich konnte mich selber anziehen, ich konnte zur Arbeit, ich kann laufen. Und das zu wertschätzen, obwohl es so basic sind. Und man sagt immer Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Und ich habe auch das Gefühl, braucht es immer solche Momente, dass man wirklich dankbar ist für die Basics. Und ich glaub nicht. Es ist nur hier oben, unser Bewusstsein, dass das braucht. Und dieses Video möchte ich teilen. Einerseits, um mega, mega Danke zu sagen für all die Menschen, die vor 11 Jahren für mich da waren, über die letzten 11 Jahren für mich da waren. Heute ist ein mega emotionaler Tag für mich. Fast wie ein richtiger oder ein zweiter Geburtstag. Ich bin mega dankbar. Das erinnert mich immer wieder. Und die drei Hauptlearnings, die ich habe, ist, hey, frag dich, warum du hier bist. Und schlussendlich auch das, was du machst, ist es das, was dein Leben erfüllt. Sind die Menschen für dich da, wenn es hart auf hart kommt? Hast du solche Menschen um dich? Dann wunderschön. Bist du dankbar für deine Basic Basics und mach dir dein Leben einfacher, indem du Menschen mitnimmst auf den Weg, und sie dir helfen? Frag sie einfach. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker.
ist wie der Spruch, hey, es muss nicht immer einen umbringen, um etwas stärker zu machen. Es macht es halt viel intensiver, aber man darf auch Schritt für Schritt in einen schönen Wachstum kommen und muss nicht immer vom Leiden lernen. Man darf auch von der Schönheit und vom Licht lernen. Hey, vielen Dank, dass ich die Geschichte mit dir teilen durfte. Ich hoffe, du nimmst was raus. Sei dankbar für alles und ganz, ganz viel positive Energie von mir.